Sie glaubte an die große Liebe und an eine eigene Familie. Laura Eckerson wurde von ihrem soziopathischen Partner zunächst charmant zu einer Hochzeit überredet, dann geschwängert und dann systematisch von ihren engsten Freunden entfernt. Die Hölle, die sie ab diesem Zeitpunkt durchmachte, ist an Grausamkeit nicht zu überbieten. Sie geriet an einen Menschen, der es schaffte, absolut jeden in seinem Umfeld davon zu überzeugen, dass Laura diejenige sei, mit der etwas ganz und gar nicht stimmte. Er zerstörte sie und war erfolgreich damit. Nur eines schaffte er nicht: den Mord an Laura zu vertuschen. Ihr Lieben, ich freue mich wie immer über jedes einzelne Like, das ihr diesem Video gebt. Ihr wisst ja, nicht für die schreckliche Tat, aber für die Recherche dahinter. Wir schauen uns zunächst Lauras Vergangenheit an. Laura Jean Eckerson wurde am 30. April 1984 in Hastings, Michigan geboren. Ihre Eltern Brenda und Roger Eckerson hatten 6 weitere gemeinsame Kinder, plus die beiden älteren Kinder aus Rogers früheren Partnerschaft. Als Laura im Kleinkindalter ist, trennen sich ihre Eltern und starten einen unfassbar unnötigen Rosenkrieg, der fast die gesamte Familie mit einbezieht und komplett zerrüttet. 1996 zieht Laura mit ihrer Mutter Brenda nach Iowa. Sie bemüht sich, in der Schule mithalten zu können. Allerdings sagen auch ihre Lehrer, dass man ihr anmerkt, wie stark die Belastung ist, weil ihre Familie so auseinandergerupft wurde. Laura ist bekannt dafür, kontaktfreudig und gutgläubig zu sein. Doch die vielen Hindernisse auf ihrem Weg zum Erwachsensein machen es ihr nicht leicht, enge Beziehungen aufrechtzuerhalten. Zusammen mit ihrer Mutter zieht sie sehr oft um und verliert so immer wieder den Anschluss zu Kontakten, die sie sich aufbaut. Sie macht ihren Highschool-Abschluss ein Jahr später als ihre gleichaltrigen Mitschüler. Den Rest ihrer Familie sieht sie ab der Scheidung nicht mehr. Während der ganzen Zeit steht sie aber mit ihrem Halbbruder Jason in guten Kontakt und zieht nach der Highschool sogar zu ihm nach North Carolina. Da sie sich nun mehr auf ihre Zukunft konzentrieren möchte, nimmt sie online an verschiedensten College-Kursen teil und beginnt, sich nach Jobs umzusehen. Nach 6 Monaten Zusammenleben mit ihrem Halbbruder sucht sie sich ihre erste eigene Bleibe und den ersten Job, um ihren College-Abschluss nebenher machen zu können. Laura fängt als Servicekraft in einem Café an und lernt dort ihre spätere beste Freundin kennen. 2005 macht sie ihren College-Abschluss und schaut sich zunächst im Immobiliengeschäft um, wofür sie weitere Kurse belegt. Da dieser Beruf sie aber nicht fasziniert und ihre Kreativität dadurch zu wenig gefördert wird, entscheidet sie sich dazu, im Marketing und Grafikdesign Fuß zu fassen. Sie möchte sich irgendwann ihr eigenes Business aufbauen und eignet sich die nötigen Fähigkeiten dazu an, während sie nebenher bei einem Möbel- und Dekorationsunternehmen arbeitet. Laura und Heidi wachsen in der Zwischenzeit immer enger zusammen und Laura wird in Heidis Familie mittlerweile als enges Mitglied angesehen. Sie genießt den Kontakt zu einer stabilen und liebevollen Familie sehr und wird bei ihnen hoch geschätzt. Laura hat Ziele im Leben und eine genaue Vorstellung davon, wie es verlaufen soll. Allerdings wirkt sie zeitgleich etwas verloren und planlos, was sich viele damit erklären, dass ihre familiäre Grundlage in frühen Jahren schon so instabil war. Sie setzt sich viele Ziele, hat aber nicht den nötigen Durchsetzungswillen, diese irgendwie umzusetzen. Es ist fast, als würde sie von ihrer Vergangenheit immer wieder runtergezogen werden. Ihr Selbstwert leidet sehr darunter. Sie lernt natürlich hin und wieder jemanden kennen, aber sie ist dafür bekannt, kein großes Glück mit Männern zu haben. Sie zieht die Art Männer an, die es nicht ernst mit ihr meinen, was ihren Selbstwert nur weiter kränkt. Somit ist sie das perfekte Opfer für die Person, die sie 2007, also im Alter von 23 Jahren, kennenlernt. Grant Hayes, um einige Jahre älter als Laura, gibt sich die größte Mühe, sie von sich zu überzeugen, stellt sich im besten Licht dar und ist unsagbar charmant und aufmerksam. Sie genießt die ganze Zuneigung sehr, die sie plötzlich bekommt, und bemerkt durch ihre Naivität nicht, dass auch dieser Mann nicht der Richtige für sie sein kann. Es startete zu schnell, zu intensiv, und die Versprechungen, die Grant ihr schon in der Anfangszeit machte, sollten eine rote Flagge für sie sein. Aber Laura ist blind vor Liebe.
Nur einen Monat nach ihrem Kennenlernen hat Laura ihrer besten Freundin eine schockierende Nachricht zu überbringen. Die beiden Frauen treffen sich zum Essen, nachdem sie sich eine Weile nicht gesehen haben, da Heidi verreist war. Laura berichtet ihrer Freundin, dass sie jemanden kennengelernt hat und dass sie ihn bereits in einer geheimen Zeremonie geheiratet hat. Nach einem Monat. Heidi ist völlig schockiert, kann aber nicht wirklich viel dagegen machen, denn sie respektiert die Entscheidung ihrer Freundin. Was bleibt ihr anderes übrig? Grant ist ein Musiker, der in verschiedensten Bars und Cafés seine Live-Gigs spielt und somit seinen Lebensunterhalt bestreitet. Mal erfolgreich und mal weniger. Er ist bekannt dafür, sehr charmant, aber auch sehr durchgeknallt zu sein. Außerdem konsumiert er gerne verschiedenste Substanzen, die ihn ganz offensichtlich aus jeglicher Realität reißen. Die Menschen, die ihn näher kennen, beschreiben ihn aber auch als kontrollsüchtig und gewaltbereit. Es muss einfach immer alles nach seinem Kopf gehen. Das ist noch die untertriebene Version von ihm, denn was er mit den Damen macht, mit denen er liiert ist, ist einfach, verzeiht den Ausdruck, ekelhaft. Jedenfalls schummelt er sich mit seinen Gigs mehr oder weniger erfolgreich durchs Leben und kriegt im Grunde genommen nicht wirklich was auf die Reihe. Was er aber sehr gerne macht, ist, Frauen zu unterdrücken und sie zu seinem Spielzeug zu machen. Er lernt Laura in einer Bar kennen und zeigt sich von seiner besten Seite. Er weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Grant war Heidi von Anfang an sehr unsympathisch und viel zu geheimnisvoll. Auch Lauras Bruder war zunächst geschockt von der schnellen Hochzeit seiner Schwester, von der auch er erst erfuhr, als es bereits passiert war. Außerdem fällt Grant auch ihm bei den ersten Begegnungen eher negativ auf. Grant ist unhöflich, geht nicht wirklich auf tiefgründige Gespräche ein und zeigt null Interesse an ihm oder Lauras engsten Freunden. Es scheint fast so, als würde er keinen von ihnen mögen. Nach nur ein paar Monaten ist Laura schwanger von Grant. Und langsam aber sicher zeigt Grant sein wahres Gesicht. Jetzt, wo er Laura in seinen Fängen hat. Er ist kaum noch zu Hause, ständig im Nachtleben unterwegs, auch wenn er nicht arbeitet. Sein Drogenkonsum ist auch besorgniserregend und sein Umgang mit Laura wird immer gleichgültiger und aggressiver. Wann immer er mitbekommt, dass Laura mit Heidi oder ihrem Bruder telefoniert, brüllt Grant im Hintergrund herum, dass sie auflegen soll, weil die beiden ein sehr schlechter Einfluss für sie seien. Selbst als Lauras Bruder sie hin und wieder besucht, wird er von Grant rausgeekelt. Ich sag ja, systematisches Isolieren. Es kommt soweit, dass Laura mittlerweile heimlich mit den beiden telefoniert, die im Übrigen trotz aller Versuche, sie von einer Trennung zu überzeugen, keine Chance gegen Grant haben. Und es wird nur schlimmer. Grant fällt nichts Besseres ein, als seiner schwangeren Frau ständig von anderen Frauen vorzuschwärmen. Er eröffnet seiner Laura, dass er gerne polygam leben möchte, was sie so schockiert, dass sie völlig verunsichert ist und eine Diskussion mit ihm startet. Sie will so nicht leben und ihren Mann schon gar nicht mit anderen Frauen teilen. Aber damit stößt sie auf völlige Gleichgültigkeit. Grant nimmt sich, wie gesagt, was er will, wann er es will, ganz egal, wie es anderen damit geht. Er bringt kaum noch Geld nach Hause und scheint nichts daran ändern zu wollen. Als Grant Jr. auf der Welt ist, nimmt sein rücksichtsloses Verhalten eher zu. Grant betrügt Laura unzählige Male und erzählt ihr angetan davon. Ihre Bitte, damit aufzuhören, ignoriert er einfach. Um seinen Sohn kümmert er sich nur selten. Und wenn, dann ist Laura immer dabei. Sich alleine um das Kind zu kümmern, ist Grant so anstrengend und eher Frauensache. Und doch hat er ein sehr großes Mitspracherecht, was die Erziehung des Kindes angeht. Es muss eben auch da nach seinem Kopf gehen. Grant will, dass sein Sohn perfekt wird. Die Tatsache, dass Laura ihr Baby gegen die allgemeinen Krankheiten impfen möchte, passt ihm gar nicht. Grant behauptet, dass farbige Menschen durch die ganzen Impfungen eher dazu neigen, Autisten zu werden. Deshalb verbietet er es strikt, das Kind zu impfen. Laura sitzt also die meiste Zeit zu Hause mit dem Kind, während Grant sich immer wieder neue Ideen einfallen lässt, um so viel Geld wie möglich zu verdienen, weil er darauf vorbereitet sein will, wenn die Welt untergeht und er ins All abhauen muss oder sowas. Jedenfalls eröffnet er Laura eines Tages, dass er ganz tolle Möglichkeiten auf Virgin Island hätte und dringend dahin müsste. Gesagt, getan, viel Mitspracherecht hat sie sowieso nicht, also haut er ab und kümmert sich mal wieder null um seine Familie. Auf Virgin Island läuft es tatsächlich super für ihn und er hat viele Kontakte dort, mit denen er viel auf die Beine stellt. Seine Musik läuft gut und er verkauft zusätzlich viel Merchandise. Und er lernt eine neue Frau kennen. Amanda hat bereits eine erwachsene Tochter namens Shay und hat einiges an Geld auf ihrem Konto, weil sie verwitwet ist. Geld, das Grant magisch anzieht.
Er beginnt eine Beziehung mit Amanda, natürlich nicht heimlich, denn Laura hat das einfach zu akzeptieren. Er erzählt seiner Frau, dass Amanda ihm sowieso nicht gefällt. Ihr Körper sei hässlich, aber die Connections, die er durch Amanda hätte, seien lebensnotwendig. Und er braucht Menschen um sich herum und die Liebe anderer Frauen. Laura hat ab diesem Punkt bereits jede Hoffnung aufgegeben und sogar Grants Eltern versuchen sie, vor ihrem eigenen Sohn zu warnen. Sie raten ihr, so schnell wie möglich abzuhauen und alles hinter sich zu lassen. Grant sei gefährlich. Das sagten sie aber auch schon, bevor sie schwanger wurde. Aber Laura konnte das Ganze wohl nicht so ernst nehmen. Jedenfalls hat sie jetzt die Nase voll von ihm und seiner neuen Amanda. Sie plant, sich von ihm zu trennen und für die erste Zeit mit dem Baby bei ihrem Bruder einzuziehen, worüber der sich erleichtert zeigt, kann man sich vorstellen. Vielleicht wart ihr selber schon in so einer Situation, wo ein Mensch in eurer Familie oder dem Bekanntenkreis in einer offensichtlich gewaltvollen Beziehung ist und wisst selber, wie machtlos man trotz aller Versuche ist, diese Person davon zu überzeugen zu gehen. Umso glücklicher sind Heidi und Lauras Bruder über ihre Entscheidung und sind bereit, sie bei allem zu unterstützen. Und dann der nächste Schock. Laura stellt fest, dass sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. Das Ganze wirft ihre Pläne komplett um und sie bekommt wieder die leise Hoffnung, dass jetzt vielleicht alles gut wird. Sie zieht zu Grant auf die Insel und dort kommt der zweite Sohn Gentle auf die Welt. Weil der Kleine einige gesundheitliche Schwierigkeiten hat und er auf der Insel medizinisch nicht so gut versorgt werden kann, ziehen die vier wieder zurück nach North Carolina. Dort nimmt das Übel seinen Lauf. Grant übertreibt es maßlos mit den Substanzen und dem Alkohol. Außerdem freundet er sich mit einigen zwielichtigen Personen an, lädt diese mitten in der Nacht regelmäßig zu sich ein, um Musik zu machen und Partys zu feiern, womit er regelmäßig Laura und die Kinder weckt. Interessiert ihn aber recht wenig. Er ist eher damit beschäftigt, genügend Frauen mit nach Hause zu bringen, um sie dann seinen neuen Geschäftskollegen als Spielzeug anzubieten, während alle völlig zugedröhnt sind. Ja, alles bei ihm zu Hause. Tagsüber telefoniert er dann mit seiner neuen Freundin Amanda und erzählt ihr am Telefon, wie sehr er sie liebt und dass er sie heiraten möchte. Und das alles, während Laura mit am Tisch sitzt. Nicht vergessen, Amanda hat eine Menge Geld, an das Grant dringend ran möchte. Er beschließt, zu Amanda zu reisen, die aktuell in New York als Schauspielerin arbeitet. Er bittet Laura darum, den Kleinen mitnehmen zu können, aber ich denke, wir wissen alle, wie seine Bitte aussah. War wohl eher ein Befehl. Er hatte eine neue Einkommensquelle gefunden. Grant sollte für eine Windelwerbung vor der Kamera stehen. Obwohl Laura sich unglaublich unwohl damit fühlt, hat sie keine andere Wahl, als ihm den Kleinen mitzugeben. Ihre leise Angst, dass sie Grant nicht zurückbekommt, begleitet sie dabei die ganze Zeit über. Einige Tage später entdeckt sie auf Facebook den neuesten Post ihres Mannes. Grant und Amanda posten glückliche Hochzeitsbilder und verkünden ihre Liebe der Öffentlichkeit. Laura fällt aus allen Wolken, kontaktiert Grant sofort und fragt ihn, wie er Amanda heiraten konnte, wo er doch noch mit ihr verheiratet sei. Er sagt ihr am Telefon Folgendes. Überraschung, wir waren nie verheiratet. Ich habe die Papiere nie unterschrieben. Als Laura das nachkontrolliert, wird ihr bewusst, dass er recht hat. Er hat sie völlig ausgetrickst und ist nun auf dem offiziellen Papier mit der Neuen liiert. Grant kümmert sich ab diesem Moment um rein gar nichts mehr, was mit Laura zu tun hat, außer ihr jeden letzten Nerv zu rauben und sie bei allen schlecht dastehen zu lassen. So nach dem Motto, ich bin diese schreckliche Frau endlich losgeworden. Sie hat mir mein Leben zur Hölle gemacht. Laura muss ins Haus von Grants Oma ziehen, da sie jetzt finanziell kaum noch eine andere Möglichkeit hat. In der Zwischenzeit überlegt Grant sich einen Plan, wie er sie am ehesten treffen kann. Er will ihr die Kinder wegnehmen. Zugegeben, ohne Geld und ohne einen Job, weil sie sich nun mal um die Kinder kümmern muss, hat Grant sie da, wo er sie haben wollte. Sie hat ja nicht mal eine eigene Bleibe. Als er die Kinder bei sich hat, an seinem Papa-Wochenende, bringt er sie einfach nicht mehr zurück und stellt stattdessen einen Antrag auf alleiniges Sorgerecht vor Gericht. Laura sagt ihr nichts davon und mir ist immer noch nicht klar, wie Grant das ohne sie bei diesem Termin hinbekommen hat. Jedenfalls erzählen er und Amanda dem Richter, wie labil Laura sei und dass sie eine Gefahr für die Kinder wäre, dass sie sich nicht mal um sich selbst kümmern könnte und so weiter. Und tatsächlich, die Kinder werden vorübergehend Grant zugesprochen. Es ist mir, wie gesagt, ein Rätsel. Grants Stärke war es aber schon immer, völlig überzeugend und authentisch zu wirken, wenn er jemanden für sich gewinnen wollte. Für Laura bricht eine Welt zusammen und gleichzeitig bekommt sie eine nie zuvor gesehene Energie. Sie ist bereit zu kämpfen,
und sich ihre Kinder zurückzuholen. Sie erhält jede Unterstützung, die sie benötigt, von ihren Freunden und dem Bruder und schafft es, sich gemeinsam mit einer neuen Freundin ein eigenes Marketing-Business aufzubauen, das ziemlich gut läuft. Zwischenzeitlich muss sie sich die schlimmsten Beleidigungen und Drohungen von Grant und Amanda gefallen lassen, aber Laura ist klug und hält den Ball flach. Ihre beste Freundin Heidi, die übrigens Anwältin ist, rät ihr, unbedingt alles zu protokollieren, was sie tagtäglich tut. Jede Nachricht, jede Sprachnachricht und jede E-Mail von Grant zu speichern und eine Art Tagebuch zu führen. Grant erlaubt ihr, die Kinder an den Wochenenden abzuholen. Die Familie wird während der ganzen Zeit immer wieder von Mitarbeitern des Jugendamts begleitet, um sicherzustellen, dass es den Kindern beim jeweiligen Elternteil gut geht. Nichts von dem, was Grant beim letzten Termin über Laura behauptete, konnte ihr aber nachgewiesen werden. Laura hat eine sehr enge Bindung zu ihren beiden Söhnen und sie kümmert sich wirklich bestmöglich um sie. Wenn sie bei ihr sind, bekommen sie gesunde Lebensmittel, sie unternimmt ständig etwas mit ihnen, ist ständig an der frischen Luft und investiert viel Zeit in deren Entwicklung. Die Jungs fühlen sich bei ihrer Mutter sehr wohl und suchen ständig ihre Nähe. Das Einzige, was den Sachbearbeitern an Laura auffällt, ist, dass ihr mentales Alter nicht ganz zu ihrem tatsächlichen passt. Sie hat wenig Selbstbewusstsein und steckt viel zu viel ein, nur um die Konfrontation zu meiden. Die Mitarbeiterin des Jugendamts ist fest davon überzeugt, dass Laura geteiltes Sorgerecht und eine neue Zeitregelung mit ihren Kindern bekommen sollte. Grant und sie sollen sich jeweils immer zweitägig abwechseln. Diese Frau stellt einen Antrag vor Gericht und Laura wartet gespannt auf einen Termin, damit die neue Regelung richterlich beschlossen werden kann. Grant ist so gar nicht glücklich über diese Entscheidung, weil er einfach nicht akzeptieren kann, dass er in den Augen des Richters nicht mehr als alleiniger Gewinner dasteht, obwohl er doch alles versucht hat, um Laura schlecht zu machen. Er wird gefährlich wütend und schreibt immer wieder drohende E-Mails. Sogar vor Heidi und der neuen Geschäftspartnerin Siobhan macht er keinen Halt, denn er sieht, wie sehr die beiden hinter Laura stehen und sie unterstützen. Er droht den Frauen, dass er genug Kontakte hätte, um jede einzelne von ihnen innerhalb einer Sekunde töten lassen zu können. Sie sollen sich von Laura fernhalten. Siobhan und Heidi lassen sich davon aber nicht beeindrucken und stehen fest hinter Laura, die ihren Freundinnen ab einem gewissen Zeitpunkt sagt, sollte mir jemals etwas passieren, ganz egal was, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es Grant war. Grant sucht nach allem Möglichen, um Laura eins auszuwischen. Wenn die Jungs von ihrer Mamazeit wieder bei ihm zu Hause ankommen, sucht er nach Kratzern und blauen Flecken, um behaupten zu können, dass Laura die beiden misshandelt. Natürlich findet er Kratzer und blaue Flecken, völlig normal im Kleinkindalter. Er bringt alles zur Anzeige und scheitert aber auch damit, denn eine Kindeswohlgefährdung kann trotz Kontrolle nie festgestellt werden. Für Laura klappt soweit alles ganz gut, was die Kinder betrifft, bis auf die täglichen Telefonate mit ihnen, die Laura gerichtlich hat festlegen lassen. An den Tagen, an denen die Kids bei Grant und Amanda sind, ruft Laura sie an, um den täglichen Austausch mit ihnen zu haben. Grant und Amanda geben sich aber die größte Mühe, die Kinder während den Telefonaten so gut es geht abzulenken, sodass Laura nicht wirklich die Möglichkeit hat, in Ruhe mit ihren Jungs zu sprechen. Sie beschwert sich bei den beiden darüber und hat immer wieder im E-Mail-Austausch die Diskussion mit ihnen, welche sie immer abspeichert. In diesen Texten sieht man, wie die beiden mit Laura umgehen und wie rücksichtslos sie sich verhalten. Amanda wurde von Grant schon lange davon überzeugt, dass seine Ex eine Furie sei und sie ihm das Leben schwer machen würde. Er ist der arme Kerl, der das alles nicht mehr aushält. Auf Facebook lässt Grant regelmäßig seinen Frust über Laura aus und erzählt dort öffentlich immer wieder, wie sehr ihn das alles belastet und dass Laura ein schrecklicher Mensch sei und eine noch viel schlechtere Mutter. Typisch, alle Menschen im Umfeld davon überzeugen, wie schlecht die Ex ist. Wenn die Kinder aber bei ihm sind, dann fällt sehr stark auf, wie sie ihr Wesen verändern. Sie scheinen beim Vater auch rücksichtsloser miteinander als Geschwister umzugehen und entwickeln dort mehr Aggressivitäten, die völlig verschwunden sind, wenn sie mit Laura zusammen sind. Harmonie gegen Stress, würde ich sagen. Aber bei den armen beiden wundert mich nichts, denn sie mussten schon viel zu viel vom schlechten Umgang der Eltern zueinander mitbekommen. Und zu ihrem Vater Grant hatten sie von Geburt an ja kaum eine Bindung, weil er nie da war. Und wenn, dann war er betrunken oder stand unter dem Einfluss von irgendwelchen Substanzen. Was für Laura also Zuversicht bedeutet, was den anstehenden Gerichtstermin betrifft, ist für Grant die pure Hölle. Er kann nicht zulassen, dass Laura gegen ihn gewinnt. Dass sie den Richter von sich überzeugen kann und dass er am Ende auch noch schlecht dasteht.
Außerdem beschwerte sich bei Laura voller Hass darüber, dass er mittlerweile auch kein Geld mehr hat für Anwälte und Gerichtstermine. Dabei war doch er derjenige, der das Ganze startete. Das Geldpolster auf Amandas Konto sei dafür draufgegangen und er wüsste nicht mehr, wie er das alles zahlen soll. Nebenbei gesagt hat er mittlerweile auch ein Baby mit Amanda und die beiden hatten sich das alles anders vorgestellt. Als der neue Termin feststeht, wird Grant plötzlich kommunikativer mit Laura und bietet ihr sogar mal Mitte der Woche Besuchsmöglichkeiten an, die Laura dankend annimmt. Sie holt die Kids mittwochs ab und verbringt den Nachmittag mit ihnen. Dann passt ihm aber wieder irgendwas nicht und er verbietet ihr diese Mittwochsausflüge wieder. Am 14. Juli 2011 fragt er sie erneut, ob sie die Kids am Nachmittag abholen möchte. Laura wundert sich zwar, weil er beim letzten Mal meinte, dass er das nie wieder tun wird, aber sie kann zu ein paar Stunden mit ihren Kindern nicht Nein sagen. Da Grant sie spontan fragt, muss sie erst einiges erledigen, bevor sie los kann. Sie kümmert sich um alles, was dringend ist und teilt ihrer Freundin Heidi mit, dass sie kurzfristig doch zu ihren Kindern darf. Sie würde sich bei ihr melden und sie am Abend treffen, sobald sie wieder zu Hause ist. Ihre Geschäftspartnerin Siobhan benötigt an diesem Tag ebenfalls bis spätestens abends ein paar geschäftliche Dinge von Laura, die sie bei einem Telefonat um etwa 21 Uhr miteinander besprechen wollen. Die mittlerweile 27-jährige Laura macht sich gegen 17 Uhr auf den Weg. Doch sie meldet sich am Abend weder bei Heidi noch bei Siobhan. Siobhan geht davon aus, dass Laura nach ihrem Besuch bei den Kindern sehr beschäftigt war und wartet den nächsten Tag ab. Da sie aber auch den kompletten Donnerstag nichts von Laura hört, versucht sie, sie telefonisch zu erreichen. Erfolglos, denn Lauras Handy ist ausgeschaltet, was Siobhan wirklich wundert. Lauras Handy ist nie ausgeschaltet. Sie achtet da sehr darauf, weil sie immer mit einem Anruf von ihren Kindern rechnet. Am darauffolgenden Tag fährt sie zu Lauras Wohnung, um nach ihr zu sehen. Dort stellt sie fest, dass ihr Auto nicht auf ihrem Parkplatz steht. Die Freundinnen sind mittlerweile sehr besorgt und lassen sich vom Hausmeister des Wohnkomplexes die Tür zu Lauras Wohnung öffnen. Als sie Laura auch dort nicht auffinden, erinnern sie sich an die Protokolle und Tagebücher, die Laura mittlerweile akribisch führt. Sie schnappen sich die Protokolle und gehen am Montag damit zur Polizei. Dort steht jeder einzelne Termin drin, jede Unterhaltung, die sie geführt hat und all die Schritte, die sie ab dem Aufwachen bis zum Schlafengehen unternommen hat. Laura wird als vermisst gemeldet und beim Durchgehen der Protokolle werden auch die Polizisten besorgter. Die Ermittlungen beginnen. Per Handyortung stellen sie fest, dass ihr letzter Gang zur Wohnung von Grant war. Ab da schien sie sich nicht woanders hinbegeben zu haben. Der erste, den sie versuchen zu erreichen, ist Grant, nachdem sie alles abgeglichen haben, was Laura an diesem Mittwoch tat. Als sie ihn am Telefon haben, wirkt er recht entspannt und sagt aber, dass er gerade mitten in einem Umzug steckt. Das letzte Mal, als er Laura sah, war am letzten Mittwoch. Er sagt, dass sie bei ihm ankam und mit den Kindern raus wollte. Davor wollte sie sich über den Gerichtstermin und das Sorgerecht unterhalten. Laura hätte ihm dann angeblich vorgeschlagen, dass sie ihm das volle Sorgerecht unterzeichnet, wenn er ihr $25.000 dafür geben würde. Sie unterhielten sich laut ihm eine Zeit lang drüber und dann ging Laura mit den Kids raus. Gegen 21.30 Uhr hätte sie die Kids dann wieder nach Hause gebracht und um 22 Uhr sei sie dann losgefahren. Das sei das Letzte, was er von ihr weiß. Er sei selber wütend darüber, dass sie am darauffolgenden Freitag nicht an dem Ort aufkreuzte, den sie ausgemacht hatten, um die Kids fürs Wochenende mitzunehmen. Ermittlungen zeigen, dass Grant tatsächlich an diesem Freitag dort war und offensichtlich wartete. Er behauptete auch, dass er sie dort mehrfach anrief und ihr Textnachrichten schrieb, aber ihr Handy sei aus gewesen und er konnte sie nicht erreichen. Diese Anrufe und Nachrichten konnte man später tatsächlich nachweisen. Auf den Überwachungskameras sieht man Grant und die beiden Kinder auch wirklich dort warten, bis er dann irgendwann enttäuscht ins Auto steigt und losfährt. Als die Ermittler ihn fragen, ob er das Ganze auch persönlich auf der Polizeiwache aussagen könnte, fällt ihnen auf, dass Grant versucht, das zu verhindern. Es sei gerade schlecht und der ganze Umzug und der Stress. Er würde ihnen die Aussage per E-Mail senden, wenn das für sie in Ordnung wäre. Tja, den ganzen Tag über erhalten die Polizisten aber keine E-Mail von Grant und sie versuchen ihn abends nochmal zu erreichen. Erfolglos. In der Zwischenzeit wird Lauras Auto auf einem Parkplatz gegenüber von Grants Wohnung gefunden. Seltsamerweise konnten an ihrem Auto und dem Lenkrad keinerlei Fingerabdrücke gefunden werden. Fast so, als seien alle akribisch weggewischt worden. Die Überprüfung ihres Bankkontos zeigt deutlich, dass seit dem letzten Mittwoch keine einzige Bewegung drauf stattfand.
Da Grant sich immer noch nicht mit seiner E-Mail meldete, orten die Ermittler sein Handy, um zu sehen, wo er sich aufhält. Dabei stellen sie fest, dass Grant sich nicht wie behauptet vor Ort aufhält, sondern in Texas, was echt kein Katzensprung ist. Zwei der Ermittler machen sich also auf die 18-stündige Reise dorthin, um zu sehen, was er zu verstecken hat. Denn mal ganz davon abgesehen, darf Grant den Staat wegen einem gerichtlichen Beschluss nicht mit den Kindern verlassen. Zwischenzeitlich erhalten sie einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung in North Carolina. Als sie diese betreten, werden sie erstmal von dem beißenden Geruch von etwa Bleiche oder derartigem erschlagen. Die Wohnung scheint halb leer geräumt zu sein. Es fehlen offensichtlich Teppiche und auf dem Boden erblicken sie einen großen Bleichfleck. Als sie das Badezimmer betreten, stellen sie fest, dass dieses akribisch sauber und komplett leer ist. Nicht mal mehr der Duschvorhang hängt dort und es riecht auch hier unerträglich nach Bleiche. Im Schlafzimmer ist fast alles leer geräumt, bis auf ein Laken, das bräunliche Flecken aufweist. Die Bettwäsche wurde offenbar in Eile einfach in den Schrank gestopft. Sie gehen die Wohnung mit Luminol durch und können aber nichts Auffälliges dabei entdecken. Auch Fingerabdrücke oder DNA scheinen völlig entfernt worden zu sein. Die wenigen Proben, die sie entnehmen können, bringen im Labor kein eindeutiges Ergebnis. Auf einer Kommode entdecken sie einen handgeschriebenen Zettel, auf dem scheinbar zwei verschiedene Personen Folgendes geschrieben haben. Ich, Laura Jean Eckerson, stimme zu, für die Summe von $25,000 das Sorgerecht für die beiden Kinder Grant und Gentle komplett an ihren Vater Grant abzutreten. Ich verzichte nicht auf den Umgang mit ihnen, aber auf das Sorgerecht. Des Weiteren möchte ich jegliche Anschuldigungen gegen Grant vor Gericht zurückziehen. Was ihn beim Vergleich der Handschrift sowohl von Laura aus ihren handgeschriebenen Protokollen als auch Grants Handschrift auffällt, dass der Zettel zum Teil zu beiden nicht zu passen scheint. Jedenfalls sagen Freunde und ihr Bruder den Ermittlern, dass so eine Zustimmung von Lauras Seite zu 100% auszuschließen sei. Laura würde ihre Kinder niemals für kein Geld dieser Welt freiwillig an Grant abtreten. Die Vermutung liegt also nahe, dass Laura möglicherweise dazu gezwungen wurde, diese Sätze zu schreiben. Zwischenzeitlich sind die beiden Ermittler in Texas angekommen, können Grant und Amanda, die übrigens mit allen drei Kindern unterwegs sind, nicht mehr dort auffinden. Sie haben sie verpasst. Amandas erwachsene Tochter Shay hatte den Ermittlern allerdings einiges zu berichten. Sie sagt, dass sie von ihrer Mutter Amanda eilig dazu gebeten wurde, die beiden Jungs abzuholen und auf sie aufzupassen, da sie und Grant noch wichtige Sachen zu erledigen hätten. Shay hatte keine große Wahl, denn ihre Mutter klang ziemlich gestresst. Sie holt Grant Jr. und Gentle also ab und geht mit ihnen in einen Indoor-Spielplatz. Als die beiden gegen Mittag allerdings müde werden, ruft sie ihre Mutter an und sagt ihr, dass sie die Jungs nach Hause bringt, weil sie dringend einen Mittagsschlaf bräuchten. Amanda antwortet ihrer Tochter allerdings, dass das auf keinen Fall gehen würde. Sie bräuchten mindestens noch 2 Stunden. Der ganze Umzug sei stressig und so weiter. Dann bekommt sie einen weiteren Anruf ihrer Mutter und wird dazu gebeten, ihren Staubsauger aus ihrer eigenen Wohnung, die übrigens quer durch die Stadt am Ende liegt, vorbeizubringen. Auch das findet Jay etwas seltsam, denn sie wäre dadurch ewig unterwegs. Aber ihre Mutter klingt gestresst, also erledigt sie auch das. Als ihre Mutter dann auch noch eröffnet, dass sie und Grant sich dazu entschlossen haben, doch kurzfristig nach Texas zur Familie zu fahren, freut Jay sich. Sie will ihre Verwandten wiedersehen und hat kürzlich erst ihre Oma verloren, Amandas Mutter, die verstorben ist. Aber ihr wird sofort die Freude genommen. Amanda keift ihre Tochter an und sagt, dass sie alleine als Familie fahren wollen, ohne Shay. Es sei ohnehin kaum Platz im Auto. Und wie könne Shay so egoistisch sein und mitwollen, wo Amanda doch erst ihre Mutter verloren hat und die Zeit mit ihrer Familie benötigt? Als sei es nicht auch Shays Familie, aber Amanda empfand es wohl als notwendig, niemand anderen mitzunehmen. Grant und Amanda kreuzen also bei ihrer Schwester Karen in Texas auf. Spontanbesuch. Ihre Familie trifft Grant dabei zum ersten Mal und alle wollen sich versammeln, um die beiden bei Karen zu treffen, was sich als schwierig gestaltet, denn Amanda und Grant entscheiden sich spontan dazu, mit den Kindern im Boot rauszufahren. Nur die 5 als Familie. Bevor sie das machen, stellen sie Karen und ihrem Sohn, der die Farm betreut, ziemlich seltsame Fragen. Nachdem Karen sich ohnehin wundert, warum die Familie mitsamt einem Umzugsanhänger in Texas aufkreuzt, wird sie spätestens nach deren Fragen stutzig. So sollen sie Karen zum Beispiel gefragt haben, wie tief man auf ihrem Grundstück graben könne und wie die Erde beschaffen sei.
Dann wollen die beiden wissen, ob es im nahegelegenen Fluss Alligatoren gibt. Amanda wirkte auf ihre Schwester sehr angespannt und gestresst. Auf Nachfrage erzählt Amanda ihr, dass sie Laura sehr wehgetan haben. Karen weiß zunächst nicht viel mit dieser Information anzufangen. Sie sagt ihrer Schwester, dass sie einen sehr guten Anwalt empfehlen kann und ob sie ihn anrufen soll. Amanda schüttelt den Kopf. Dann fragt Karen sie, ob sie für Grant, der ihr im Übrigen sehr unsympathisch erscheint, irgendetwas Fürchterliches deckt. Amanda nickt und geht los. Die Bootstour steht ja an. Sie fahren also mit dem Boot raus, während sich bei Karen einige Familienmitglieder versammeln, um Amanda wiederzusehen. Dafür hat sie aber keine Zeit. So schnell und spontan wie sie kam, verschwindet sie auch wieder. Sie müsse dringend zurück nach North Carolina. Grant und Amanda laden hier und da noch einige Dinge aus ihrem Anhänger raus und schmeißen einiges auf den Müll. Karen bleibt mit einem unfassbar schrecklichen Gefühl zurück. Aber sie versteckt einiges in ihrer Garage, was Grant so zurückließ. Sie weiß, dass diese Dinge wohl für eine Aufklärung wichtig sein werden. Die Ermittler tauchen bei ihr auf und Karen ist direkt offen mit allem. Sie hat eine schlimme Vermutung und sie will weder Grant noch Amanda dabei decken. Karen führt die Ermittler in ihre Garage und übergibt ihnen die Sachen, die zurückgelassen wurden. Dort erzählt sie ihnen auch jedes einzelne Detail des Besuchs und hofft darauf, dass ihre Schwester nur mit reingezogen wurde. Aber sie kann und will sich nicht vorstellen, was die beiden hier zu vertuschen versuchten. Und noch wichtiger ist, sie selbst will nichts damit zu tun haben. Die Informationen, die sie den Ermittlern gibt, sind ausschlaggebend. In der Garage finden sie Grants Machete, mit der er einfach mal durch die Gegend gereist ist. Außerdem ein paar Handtücher, die Bleichflecken haben und ein paar Kühlboxen. Und den Duschvorhang aus dem Bad in North Carolina. Sie geben die Information nach North Carolina durch und die Ermittler dort bewachen unter anderem das Haus von Grants Eltern, weil sie davon ausgehen, dass Grant dort aufkreuzt. In der Zwischenzeit wird das Boot und der Fluss untersucht. Die Gegebenheiten sind nicht einfach, aber sie finden tatsächlich etwas. Einige menschliche Überreste, besser gesagt abgetrennte Körperteile, können sichergestellt werden. Darunter auch der abgetrennte Kopf. Mit Lauras Gebiss abgeglichen steht schnell fest, es sind Lauras Körperteile, die hier im Fluss treiben. Am Boot kann ihr Blut und die DNA sichergestellt werden. Anders als in der Wohnung und ihrem Auto. Dort hat man sich Mühe gegeben, alle Spuren zu vernichten. Grant und Amanda kommen bei seinen Eltern an und schaffen erstmal den Rest, den sie im Anhänger haben, ins Haus. Sie wissen nicht, dass sie dabei beobachtet werden und sie wissen auch noch nicht, dass die Leichenteile, die sie in den Fluss warfen, auch bereits gefunden wurden. Und dann werden sie auch schon an der Tür von den Ermittlern überrascht und zum Verhör mitgenommen. Im Haus der Eltern holen sie sich Grants Computer und entdecken eine seltsame Notiz, die er für sich vorbereitet hat. Es scheint so, als hätte er sich in seinem Kopf schon die Situation ausgemalt, wie er agiert, wenn die ganzen Presseleute ihn interviewen. Da wollte er glänzen. Er machte sich also Notizen dazu, was er dann sagen würde. Unter anderem steht da, wer auch immer bei der Suche nach meiner Ex-Frau helfen kann oder irgendetwas weiß, soll sich bitte sofort melden. Laura, wenn du da draußen bist und das hörst, bitte komm zurück. Die Kinder brauchen dich. Sie vermissen ihre Mama. Wir machen uns solche Sorgen um dich. Während dem Verhör versuchen die beiden natürlich jeglichen Verdacht von sich zu weisen und stottern irgendwelche sinnlosen Erklärungen vor sich hin. Dabei hat die Polizei schon alles gefunden. Die beiden lügen weiter. Sie sind total schockiert, als ihnen mitgeteilt wird, dass sie für den Mord an Laura verhaftet und angeklagt werden. Und dann geht die Schuldzuweisung los. Grant behauptet, dass Amanda bei Lauras Besuch völlig ausgeflippt sei und Laura umgebracht hätte. Er war derjenige, der seiner Frau aus Angst dabei half, das Ganze zu vertuschen, damit sie für ihre Kinder da sein können. Denn wen hätten sie denn noch ohne ihre Eltern? Amanda behauptet, dass Grant Laura umgebracht hätte und sie dazu gezwungen hat, ihm bei der Beseitigung zu helfen. Sie sagt, dass Laura an diesem Mittwochabend bei ihnen erschien und sich mit Grant ins Wohnzimmer setzte, um über das Sorgerecht zu reden. Amanda sei ins Schlafzimmer gegangen und wollte die beiden nicht stören. Als sie kurz rauskam, entdeckte sie den handgeschriebenen Zettel, den die beiden vor sich liegen hatten. Sie spickelte kurz drauf und wurde wütend, weil Grant niemals mit ihr besprochen hatte, was da stand. Außerdem hätten sie die darauf abgemachten $25.000 nicht dafür. Die Diskussion zwischen den dreien soll dann wohl eskaliert sein, beziehungsweise Laura sei angeblich eskaliert und wollte auf Amanda los.
Dann gab es laut ihr ein kurzes Gerangel, Grant ging dazwischen und Laura fiel dabei und verletzte sich. Amanda ging wieder ins Schlafzimmer und kurze Zeit später kam Grant zu ihr und sagte, dass sie die Wohnung mit den Kindern verlassen sollte, aber so, dass die Kinder nichts sehen. Laura hätte sich nämlich bei dem Sturz doch schwerer verletzt und er wollte sie ins Krankenhaus bringen. Amanda tat, was er ihr sagte und verließ angeblich die Wohnung mit den Kids. Als sie zurückkam, saß Grant entspannt auf der Couch, als wenn nichts wäre. Sie fragte ihn nach Laura und wie es ihr ginge. Grant antwortete, dass doch alles wieder gut sei. Als Amanda versuchte, Laura telefonisch zu erreichen, war sie erfolglos. In der Nacht sei Grant dann verschwunden, aber sie dachte sich nichts dabei, weil er das öfter tat. Am Freitag schlug er ihr vor, nach Texas zu fahren und ihre Familie zu besuchen. Dort angekommen, sagte er zu ihr, »Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass Laura tot ist?« Amanda behauptet vehement, dass sie die ganze Fahrt über nicht wusste, dass Lauras Leiche hinten im Anhänger liegt, verteilt und zerstückelt. Grant verlangte dann von ihr, dass sie die Sache auf sich nimmt und ihm hilft. Amanda hatte Angst vor ihm, also hatte sie keine Wahl und half ihm bei der Beseitigung. Grant sei mit ihr genauso schlecht umgegangen wie mit Laura. Auch sie wurde von Grant misshandelt und sie hatte Angst vor ihm. Deshalb half sie ihm bei der ganzen Sache, weil sie gezwungen wurde. Auf einer Jagdkamera in Texas ist zu sehen, wie Amanda mit dem Truck vorfährt und die restliche Leiche im Graben entsorgte. Die beiden waren in Texas damit beschäftigt, alle Beweismittel zu zerstreuen und loszuwerden. Des Weiteren können Ermittler verschiedenste Einkäufe, die Grant in der Zeit tätigte, in der Laura vermisst wurde, ermitteln. Grant kaufte unter anderem teilweise um 2 Uhr morgens Bleiche, verschiedenste Säcke, Kühlboxen und eine elektrische Säge und die Handschuhe, die in Karens Garage sichergestellt wurden. Amanda wiederholte immer wieder, wie aggressiv und gewalttätig Grant sei und paranoid. Er sei die ganze Fahrt über zurück und auch bei seinen Eltern nie ohne seine Machete rumgelaufen. Sie hatte solche Angst vor ihm. Und ab diesem Punkt wissen die Ermittler, dass auch ihre Story so nicht stimmen kann. Amanda wusste nicht, dass die Ermittler die Machete bereits in Texas in der Garage sicherstellten. Grant kann sie also nicht die ganze Zeit als Drohung mit sich getragen haben. Sie sind sich einig, dass sowohl Grant als auch Amanda diese Tat von vorne bis hinten miteinander geplant haben. Sie hatten Panik vor der Sorgerechtsverhandlung. Sie wollten Laura aus dem Weg schaffen, einfach nur um zu gewinnen. Der Gerichtsmediziner konnte die genaue Todesursache nicht mehr feststellen. Allerdings vermutet er, dass sie erwürgt oder erstochen wurde. Die beiden haben Laura vermutlich in der Wohnung angegriffen und getötet. Dann haben sie ihren Körper im Badezimmer mit der Säge zerstückelt. Das Ganze musste mit der Bleiche vertuscht werden. Sie packten die Teile in Kühlboxen und füllten diese mit Bleiche. Dann fuhren sie den weiten Weg nach Texas und versuchten dort rauszufinden, wo sie die Leichenteile verscharren. Sie warfen dann die Körperteile bei der Bootstour in den Fluss und hofften darauf, dass die Alligatoren sie auffressen, was aber nicht geschah. Grant wird für den Mord an Laura schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Er sitzt bis an sein Lebensende. Amanda Hayes wurde für Mord zweiten Grades schuldig befunden und zu 13 bis 16 Jahren Haft verurteilt. Zumindest in North Carolina, wo der Mord stattfand. Zu wenig, denkt ihr? Das dachte sich der Staat Texas auch. Also wurde sie auch dort für das Vernichten von Beweismitteln zu 20 Jahren Haft verurteilt, die sie direkt, nachdem sie ihre Strafe in North Carolina abgesessen hat, antreten muss. Sie hoffte bei ihrer ersten Verurteilung wohl auf eine frühere Entlassung aufgrund guten Benehmens. Allerdings hat sie die Rechnung nicht mit Texas gemacht. Lily, Grant und Gentle wurden ab der Verhaftung an Grants Mutter, also ihre Großmutter, übergeben und sie erhielt das Sorgerecht für die Kinder. Amandas Tochter Shay bemühte sich, das Sorgerecht für ihre kleine Schwester zu bekommen. Sie wollte ihr nach all dem, was ihre Eltern getan haben, ein weitestgehend normales Leben bieten. Allerdings bemühte Grant sich aus dem Gefängnis heraus, dass Shay diese Möglichkeit nicht bekommt. Er stellte, wie gewohnt, auch sie in einem schlechten Licht dar. Shay sei in seinen Augen völlig unfähig, sich um seine Tochter zu kümmern, hätte Probleme mit Konsum und so weiter, die alte Leier. Traurigerweise schafft sie es dadurch nicht, ihre kleine Schwester zu bekommen. Stattdessen muss sie sich seit der ganzen Sache mit den übelsten Beschimpfungen und Unterstellungen in ihrem Umfeld auseinandersetzen.
da der Mord Riesenschlagzeilen machte und sie als Tochter von Amanda in den Augen der Menschen quasi mitschuldig ist. Keiner beachtet dabei, dass sie den Ermittlern geholfen hat und ihnen wichtige Fakten erzählte, die unter anderem auch zur Verhaftung ihrer Mutter führten. Ihr Lieben, ich wiederhole in solchen Fällen gerne nochmal die Nummer des Hilfetelefons, bei der ihr euch melden könnt, wenn ihr euch in einer Situation befindet, in der ihr physisch und psychisch missbraucht werdet. Lasst diesen Leuten nicht die Chance, mit euch zu machen, was sie wollen. Hilfe findet ihr, wenn gewünscht auch anonym, unter 116 016 oder online unter www.hilfetelefon.de. Wenn ihr ein Angehöriger oder Freund eines Betroffenen seid und nicht wisst, wie ihr helfen könnt, dann dürft selbstverständlich auch ihr euch Rat bei dieser Nummer holen. Ebenfalls auch anonym, wenn es nötig ist. Niemand unternimmt was oder mischt sich ein, bevor ihr bereit dazu seid. Ruft dort an, sprecht euch aus und gewinnt Vertrauen zu Menschen, deren Job es ist, euch zu helfen. Und wenn ihr nur reden möchtet, dann ist auch das völlig in Ordnung. Es passiert nichts, was ihr nicht wollt. Ihr erhaltet Hilfe und Beratung in mehreren Sprachen. Zudem sollten wir auch auf die Bitte einer lieben Zuhörerin das internationale Zeichen verbreiten, das für Hilfe steht, wenn ihr euch in einer öffentlichen Situation befindet und dringend Hilfe benötigt, aber nicht sprechen könnt. Wann auch immer ihr jemanden seht, der dieses Zeichen gibt, ruhig verhalten und nach Hilfe suchen, beziehungsweise die Polizei verständigen. Unauffälliges folgen, bis Unterstützung eintrifft. Bringt euch selbst aber nicht in Gefahr. Damit helft ihr weder euch noch dem Opfer. Wer Tipps dazu hat oder selbst schon Erfahrungen mit diesem Zeichen gemacht hat, kann uns das gerne in den Kommentaren erläutern und somit dazu beitragen, dass man in so einer Stresssituation noch besser handelt. Ich danke euch für jede Unterstützung und bin gespannt, was ihr zum heutigen Fall zu sagen habt. Wenn ihr noch kurz Zeit habt und nicht wisst, was ihr in den nächsten 1 bis 2 Sekunden so machen sollt, dann schlage ich einfach vor, nachsehen, ob ihr meinen Kanal abonniert habt. Nein, ernsthaft, vielen Dank für jede Unterstützung. Ob mit Abo oder ohne, völlig schnurz. Ihr seid der Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.